So Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans. Heute gibt es wieder einen Clanbau und wie ihr wahrscheinlich jetzt hier schon seht, gibt es mal wieder einen Go-Vibe-Angriff. In meiner Clanbook habe ich nur einen Level 3 Packer und Spells habe ich, einen Sprung, einen Wut, einen Blitz und einen Heilzauber. Auf jeden Fall, ja, wollte ich vorher noch was zeigen. Ich habe einen recht schlimmen Angriff gehabt. Also ich spare gerade ja momentan auf 6 Millionen Elixier für Bogis Level 6. Da hat der Bund mir dann 3 Millionen geklaut. Das war echt schon, tat weh. Ja, also, ja, da seht ihr es gleich da. Der wird ja halt das schön ab. Dann auch hat er mir 1000 Dunkles dann geklaut. Der hat wirklich alles da genommen. Das war echt, tat weh. Ja, ich hätte halt einen Packer in der Clanburg eigentlich für den Clankrieg gerade, aber ich wurde da kurz da, also da noch angegriffen. Ist halt jetzt blöd. Boah, ruckelt das, wenn man so spult. Ja, und jetzt gleich kommt's. Hier wird dann gleich alles weggefarmt, was dann, naja, das Ganze sehr unangenehm macht. Ja, und dann der Heilzauber macht auch noch, dass wir da alles holen können. Und ja. Ja, auf jeden Fall, dann geht's da noch weiter. Und das ist halt leider nicht in Range. Ich verstehe es nicht, eigentlich ist der im Range, aber das ist echt einfach nur noch lucky, dass er da so viel holen kann. Mit da den 6 Bogies, die er noch hatte. Einfach nur lucky. Hätte ich auch mal gern so viel Luck. Und ja, ich habe beides bereit, Baba King und Baba Queen. Also die Sterne stehen gut. Dann hoffen wir mal, dass das auch funktioniert. Also, wir sind Platz 7, das heißt, wir sollten auch Platz 7 greifen. Ich greife recht spät dieses Mal an. Das heißt, sind schon welche angegriffen. Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn. Warte mal, wir gucken uns den mal an kurz. Es geht sogar. Hier ist nur der Inferno, der ist halt noch unangenehm in Anführungsstrichen. Wir könnten es ja auch einfach mal probieren. Warte mal, wir gucken uns mal die Alternative an. Alternative wäre, dann würden wir diesen Kollegen hier angreifen, dann gucken wir mal, was er so hat. Ja, der Unterschied ist minimal. Also unterentwickelte Magiertürme halt. Ja. Sollen wir mal wirklich probieren? Es kann sein, dass ich jetzt richtig Scheiße baue, aber naja. Ich habe mich ein bisschen unterhalten über Go-Vibe-Angriffe, auch die Clanleiter haben mir auch ein paar Angriffe gezeigt, das heißt, ja, wie das ungefähr, also wie es besser funktioniert nach dem Motto. Die Frage ist halt, wo ich jetzt hergehe. Wenn ich hier, dann, warte mal, wir gucken erstmal die Clanburg. Oh nein, das ist ein Drache. Oh, yeah. Ich hasse Drachen. Sowas von abgrundtief hasse ich sie. Zumindest kann ich sie gut rauslocken. So. Oh, das. Was? Was? Ah, verpiss dich hier, Kakte. Wieso ist da eine. Das ist natürlich jetzt Verschwendung pur an Magiern, aber. Boah, jetzt hat er immer noch HP. Wieso? Wieso ist da eine. Alter, was? Ich muss jetzt die Queen hier opfern, sonst ist das hier. Alter, das ist echt Verschwendung pur, Mann. Aber ich habe immer in diesen Kackdrachen weg, so. Alter, das ist echt. Ich raste hier komplett aus. Das ist einfach nur. So typisch mein Luck. Das ist einfach nur typisch mein Luck. Da gibt es nichts anderes zu sagen. Oh, und dann ist noch diese scheiß Sprungleiter drauf. Das wird ein richtiger Kack. Hauptsache, der hat auch noch so einen Einser-Laser, Mann. Das ist echt einfach. Das wird grauenhaft werden, Leute. Das wird grauenhaft. Ich hatte so schöne Go-Vibe-Angriffe gehabt. Ich kann nicht zeigen, dass ich werde nichts holen, Mann. Ich werde gar nichts holen. Aber so richtig gar nichts. Eieieiei. Ach du Scheiße. Ach Mann, nee. Ein Bäcker hätte ich sogar noch. Alter, das ist wirklich. Ja, und dann noch eine Bombe. Alter, das ist. Horror. Ach du Scheiße. Oh je, Mini. Das ist wirklich. Komm, hier noch ein. YOLO. Das ist wirklich. Gut, so macht man es nicht, Leute. Das war extra jetzt. Ich wollte nur zeigen, wie man wirklich nicht angreift. Ich werde nicht mal 5 Sterne bekommen. 5 Sterne, was laber ich? 1 Stern. Ja.
Gut. Das war der grauenhafteste Angriff, den ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Jemals. G. My fucking G. Es war auch einfach alles unlucky. Es war Fail plus Unlucky, das war alles zusammen. Ach du Scheiße. Oh Mann, Alter. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ach du Scheiße. Oh Mann. Ich würde jetzt gerne meinen letzten Go-Vibe-Angriffe zeigen, weil die echt in Ordnung waren. Ich habe da auch gegen hohe Level-Leute da über zwei Sterne geholt und fast drei. Also das waren wirklich sehr gute Angriffe. Aber, oh mein Gott, Alter. Das gibt es doch nicht. Oh, jetzt habe ich zweimal Mauerbrecher gemacht, das sehe ich gerade erst. Ich bin so verplant jetzt schon. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Eieieiei. Ja, der Inferno war wirklich, ja, die Golems Level 1 sind wirklich zu schwach. Ich spare auch noch drauf auf Dunkles Elixier. Ja, okay, so schwach sind sie nicht. Also geht, ich habe ja schon, leider, ich finde es halt blöd, dass man, warte mal, stopp, kann ich dir vielleicht doch zeigen? Kann man von, klar, mach mal, ich glaube, das war hier einer auf jeden Fall. Kriegsereignisse. Warte mal. Da. Vielleicht doch, ich kann den, glaube ich, zeigen. Da. Nee, stopp, wo habe ich angegriffen? Da, du. Das war ein Stern auf jeden Fall, war da noch ein sehr guter dabei, mit dem ich sehr zufrieden war. Der war recht ab early da. Nee, da habe ich verteidigt. Nee, du, Niederlage. Genau, da hat er mich angegriffen. Warte mal, irgendwo ist der. Man ist da manchmal blind für. Dann habe ich einen Stern geholt. Irgendwo muss da noch einer sein. Ich habe zweimal angegriffen. Oder habe ich nicht zweimal angegriffen? Natürlich habe ich zweimal angegriffen, ja. Da, oh, waren beide einmal Sterne auf. Dann war es der Clankrieg davor. Leider. Trotzdem ging der eine eigentlich, wenn das der ist, der ich jetzt denke, dass er mit 43%. Eine Sekunde, ich suche den noch raus. Der ging dann, ich glaube es, dass der auch ging. Da, wir gucken uns den mal an kurz, ob das auch jetzt... Da, nee, der war scheiße. Da habe ich den Sprungzauber viel zu früh gemacht. Aber was ich nicht verstanden habe, wieso die Golems nicht den Sprungzauber hier genommen haben. Das war mir irgendwie ein Mysterium. Der war aber auch kacke. Dann war es der Clank davor, da waren sogar recht gute. Es funktioniert, manchmal funktioniert es nicht. Ich habe ja in meinem Leben jetzt vielleicht, 7 Go-Vibe-Angriffe gemacht. Von daher ist es auch hoffentlich verständlich. Ach du Scheiße, aber da, also das war wirklich für meine Verhältnisse schon beschissen. Normalerweise hole ich immer einen Stern, auch mit, ja, aber, Halleluja, Mann. Da schäme ich mich wirklich für, das tut mir wirklich leid. Ich muss Go-Vibe-Rechte lernen. Ja, das ist leider wirklich, so habe ich abgeschickt, nee, so. Das ist, ja, etwas sehr Trauriges. No, wie ihr seht, ich habe ein bisschen die Mauer jetzt wieder angefangen, höher zu machen. Das kann ich jetzt mal direkt nochmal machen. Ja, seht, da Bauarbeiter sind momentan nur einer in der Arbeit, weil ich meine Münzen in Mauern da gesteckt habe. Weil ich es jetzt ja wieder tue. Ja, also kann ich die fertig, das kostet 1,6 Millionen. Dann mache ich soweit, dass sie mal fertig. Dann habe ich halt keine Münzen mehr, aber dann ist diese Mauer dort endlich finished. Was ja auch wichtig ist. So, einmal können wir noch. So, gut, wieder ein kleiner Fortschritt. Ja, also da fehlt jetzt nur 1,2 Millionen. Ja, wenn ich die zusammen habe, direkt Bogis Level 6. Und dann sollte ungefähr auch Dunkles Elixier passen, dann der leckeren Golems. Ja. Ja, so, ja, ich kann das nicht. Es tut mir immer noch sehr leid. Ich möchte aber auch noch anmerken, ich habe bald hier meine Quest geschafft. Also Stil Elixier, das habe ich bald. Und ja, sonst möchte ich demnächst hier auch die Kobold-Teile da beenden. Vielleicht mache ich das sogar in dem Video, wieso nicht. Da muss ich nur noch das hier machen.
Ich habe ich sogar einen recht guten Loot, kann ich holen. Das ist aber eine recht starke Base, in Anführungsstrichen. Ich muss da mal gucken, was ich mache. Ja, also. Ihr könnt ja mal, dann könnt ihr schreiben, was soll ich hier machen? Ich überlege gerade. Drachenraid könnte sogar recht stark sein, weil die Luftverteilungen sehr nah beieinander sind. Also schreibt einfach mal, was ich da machen soll. Also da schöne Beratung für Noobigen Weiß. Ja, dann ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Trotz, ja, Leistungen, welche grauenhaft sind. Ja, wie ich immer selber im Video gesagt habe, man sollte eigentlich in einem Clan-Kick schon in einem Angriff mindestens einen Stern holen. Ja. Dann gucken wir mal ganz kurz, das interessiert mich noch, besonders heroische Angriffe. So, da greift unser Clan an. Da ist mit, no, ein Drachenraid. Ja, wie ich jetzt einfach mal tippe, werden es 2 Sterne sein. Ja, das werden 2 Sterne sein. Ne, darüber hinaus auf keinen Fall. Ja, also, Zenit. Ja, den Klangkrieg können wir auf jeden Fall gewinnen. War echt einfach nur noch Kacke von mir. Also, das war wirklich ein verschwendeter Angriff. Naja, egal. Trotzdem, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.